Das ist so ein krasses Kroatien-Dänemark. Wer kommt ins Finale? Meistens spielt er wirklich auch in echt Kroatien oft um um Platz 3, aber jetzt haben die die Chance ins Finale zu kommen. Oder die landen wieder auf Platz 3. Liebe Fußballfans, willkommen Das im ist so geil. Allbeit Stadium. Ich begrüße Schießen! Sie zu unserer heutigen Uff, es bleibt auf jeden Fall Partie. Ihre spannend. Kommentatoren Der sind Gewinner kommt ins Finale. Ja, deswegen. Aber egal, soll der bessere gewinnen. Mal schauen, diesmal mein Bruder, was er dazugelernt hat von letztem Mal. Ist der Beste dran? Letztes Mal haben wir deutlich gewonnen. 3 zu 0 mit Deutschland gegen Argentinien. Das Video ist auf meinem Kanal. Könnt ihr euch angucken. Zur Info. Einen Schritt nach dem anderen gehen. Von Spiel zu Spiel denken. Das kommt ganz schnell das aus. So, jetzt können wir überspringen, weil die Sonnen kommen eh nicht. So, jetzt, let's go! Soll der Bessere ins Finale kommen? Jetzt bin ich gespannt. Wer schafft's? Seid gespannt. Christian Eriksen steht neben Pierre-Emile im Mittelfeld und im Sturm ist. Jetzt bin ich gespannt, Brudi. Schaffst du es diesmal? Kroatien. Ist der Ding genau wie Computer. Muss dir vorstellen, ich bin Matteo Computer. Kovacic steht mit Luka Modric im Zentrum und der einzige nominelle Stürmer ist zunächst Andrej Kramaric. Ja, was machst du da, Junge? Mario Pasalic. Das macht guter Zweikampf. Andreas Kofosen. Ja, moin. Die Dänen könnten es über außen versuchen. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Und nun sind sie in Führung in diesem Halbfinale. 1:0, alles läuft für sie. Und wir sehen ja auch den Jubel. So ausgekontert, Digga. Ich wollte eigentlich nicht so durchziehen, aber ich habe gesehen, genau da habe ich gesehen. Zack, ah, da ist doch. Siehst du, ein guter Auge. Sehr schön. Sehr schönes Auge. Aber das ist einfach. Ja, bleib ruhig. Was willst du? Sie sind jetzt also in Führung. Verlierst du schon wieder, gegen dein Bruder? Du schreitest immer an mir. Kann nicht sein, dass du keine Chance hast. André Kramaric. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Junge, wie kann das sein, dass immer so ein Fehlpass macht? Wenn die Andreas Kofosen. Hereingabe jetzt. Uff. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stürmen. Schuss kommt nicht durch. Bleibt spannend, bleibt spannend, bleibt dran. Mario Pasalic. Mal schauen, ob diesmal mein Bruder besser dran ist. Er ist über außen versuchen. Uff, der ist mal durch, ja. Modric. Da schießt oh, er! Alter. Auf jeden Fall schon besser als früher, damals. Schon mal die dickste Chance. Modric bringt die Ecke rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt! Souverän gemacht vom Torwart. Gut, geil. Rasmus Nissen Christensen. Klasse, wie er da hingeht. Ja, Junge, was soll das? Christian Eriksen. Hey, was war das? Was war das? Hey, ich dachte, der Elfmeter. Der ist doch voll geflogen, der Typ. Hey, was war das? Das Salto. Schöner Pass da. Wichtiger Befreiungsschlag. Sosa. Weil ich schon 20 Stunden vorbei ist. Braithwaite. Da ist Eriksen. Ja. Lindström. Der Angriff. Oh mein Gott. Alter. Diesmal hast du zugelernt. Erstmal bereinigt. Diesmal hast du schneller. Shit. Modric. Sind Tor, ich bin nicht gesehen. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Ja, für die Dänen. Ungeschickte Aktion und er ist ein wichtiger Spieler, muss sich jetzt zurückhalten. Andrej Kramaric. Schmeichel ist da. Sie haben einen Kanarienvogel.
Diesmal ist es echt knapp, Alter. Gegen Argentinien, mit Deutschland war es schon deutlicher. Da ist der Ball jetzt weg. Das ist schon 3-0 geführt. Da kommt der Schuss. Der geht genau auf den Torhüter. Vielleicht die Chance jetzt. Da ist er auch besser. Gut vom Torwart. Das ist echt knappe Spiel. Du legst es mit mir an? Du musst einfach denken, das ist nur Computer. Jetzt. Ich bin das nicht. Nein, das ist jetzt schon. Hier. Oh, ach, Digga, was war das? Damit ist diese Szene, das meine ich. Natürlich, das ist ein dummer Fehler. Hey, Junge. Hey, shit. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh, nein. Scheiße. Hey, Junge. Geh rauf da. Flanke abgebrochen. Man sieht es echt knapp aus. Deswegen sage ich das, könnte echt spannend sein. Modric führt aus. Ball ist erstmal wieder raus. Nur ein Tor unterschied. Das war schon deutlicher mit Deutschland gehalten. Jetzt kann der. Ja! Junge, Sie haben den Ball. Mann, du drückst mich immer aus. Ich bin ihn gleich immer, wenn der kommt, der Tod. Hey, wie machst du das? Hey. Was siehst du, hast immer mehr zugelernt, muss man sagen. Nicht mehr so einfach gehen. Alle gehen in Tor. Kommt schon näher, Alter. Logo mal her. Guter Pass jetzt. Abseits, ey. Ey, keine. Vielleicht auch nein! Man kann geklärt, da wär's fast passiert. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Boah, Raceway. Jetzt die Reingabe. Ball kommt. Boah, Digga. Oh mein Gott. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Das war echt Glück. Das war richtig gut. Das war unfassbar. Das war ein guter Flank. Raceway. Durchaus vielversprechend aus. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Alter, nur noch eins, nur noch, Alter. So, eine Minute alles kriegen wir hier noch oben drauf. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Ja, den muss er besser erklären. Boah, Alter. Und das war die erste. Heftiges Spiel, ja, muss man sagen. 1-0, Junge. Und bei Merkst du, kommst du mal mir näher dran. Es fehlt irgendwie mal viel. Nur ein Tor unterschied. Alles möglich, Junge. Ich kann nicht aufnehmen. Angriff zur alles zweiten möglich. Hälfte. Oh, noch knapp. Hätte ich das Tor nicht reingemacht, vielleicht noch 0-0 wäre schon. Aber da habe ich eh gute Sorge bewiesen. Das meint, das ist meistens nur ein Moment, wo du richtig denken musst. Das Einzige, was mit dem Abfuck ist, dass sie viel besser machen. Das ist das Einzige, was man so gut kriegt. Lernstoff. Ball geht an den langen Pfosten. Tschüss. Vorbei, der Torhüter hat den Ball. Digga, man, diesmal ist das echt heftig knapp. Ein Tor, ganz schnell fallen. Uff. Alles offen. Martin diesmal. Braithwaite. Ja, jetzt kann ich sagen, wo sind meine? Albert, du hast die Schusschance. Die Fans sehen es auch so. Wow! Was ist das? Jetzt mit zwei Toren vorne. Dieses Junge, hast du gesehen? Genauso, ich dachte, das ist abseits. Ja, guck dich erstmal an, Digga. Erstmal so. Man denkt schon, geht sonst. Deswegen sage ich doch, immer reinfangen. Ist das mal. Das kann immer Tür machen. Nicht immer, aber meistens schon. Das entscheide ich schon. Immer flank reinfangen. Nicht tralli-falli. Da geht er vorbei. Junge, Junge, Junge. Huch. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann das ist es. Das war ein schönes Ding, Alter, da gerade hin. Man denkt das schon vorbei und dann zack, kommt noch Flanke rein. Rasmus Nissen Christensen.
Was? Was ist das für ein Name? Sie suchen die entscheidende Lücke. Gute Flanke auf den langen Pfosten. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Gefährlicher Pass jetzt. Wow, heftiges Mann. Der ist da sogar gekriegt. Das ist, der ist immer dazu. Er hat den Ball. Nicht nur so hoch aus. Ah, ich hab mich beim Fuß gebraucht. Da kommt die Flanke. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Es gibt Ecke. Ecke Eriksen. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Lindström. Der Ball zurück. Das ist ein Nerd, den er jetzt bestimmt gezickt hat. Deswegen sage ich das, das ist alles dein. Das ist überhaupt keine Frage, das ist eine gute Chance. Und dann ist das nein, was? Die Schiedsrichterin gibt den Startschuss. Oh mein Gott, oh, hier ist doch ein Schuss. Oh, warum? Hä, was war das? Jetzt bin ich gespannt, wo schießt du? Ich hab schon eine Vermutung. Ich hab richtige Summe. Warte mal, oh mein Gott, shit. Kramaric nimmt Anlauf. Nein, ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Mein Hirn surft Mitte. Und dann einfach sagt er, vielleicht bringt er genauso und dann rechts. Nein, ich hab echt. Mein erster Gedanke war Mitte. Ich schwör, mein erster Gedanke war Mitte. Scheiße, Mann. Oh mein Gott, jetzt ist Alter. Alter, sieht man, was das echt knapp, Alter, schief. Oh, scheiße. Jetzt muss ich noch aufpassen, ey, Junge. Vorteil für die Dänen. Oh. Ey, Käufer. Was? Alter, weh. Geh rauf da, Junge. Alter, langsam kommt Kroatien, war richtig mies. Junge. Ja, das war zu ich bin drauf. Das ist mein, weil du kommst richtig nah ran. Hey, geh in die Mitte. Der Keeper mit dem Ball. Ballverlust von Eriksen. Pasalic. Ist das ein enges Spiel? Oh nein! Den Ball hat er. Puh, gerade noch zwischen. Alter, ist das knapp, Alter, Junge. Schieß, was ist oh. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Shit, krass. Kovacic. Alter, nein! Oh mein Gott. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. So, ich glaube, das war's dann in Sachen Ermahnungen. Noch so eine Aktion. Oha. Echt nur eine Ermahnung? Du wirst wohl durch. Da hab ich echt Glück. Ne? So, die letzten 15 Minuten jetzt. Christian Eriksen. Nein! Scheiße. Alter, ist das knapp diesmal, Alter. Die Chance für den Konter. Alter, schon. Schöner Spielaufbau. Nein. Uff. Aber dann scheitern sie doch, Ballverlust. Raceway. Ach, Alter. Na. Sie holen sich den Ballbesitz. Alter. Hier ist das sehr knapp. Alles ist möglich. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt da kommt der Freistoß. Kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Das war wohl das letzte Mal, dass er sowas hier verwarnt übersteht. Das ist echt schon toller Pass. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Hey. Mario Pasalic. Sie haben den Ball. Es gibt zwei Tore. Das könnte gefährlich werden. Scheiße.
Knopfhose gibt es auch. Aber auch keine allzu große Aufgabe. Ich weiß auch nicht mal, wie man Freischüsse richtig schiebt. Boah, der erste ist knallhoch. Das war richtig mit Abdeck. Das ist sogar so rot. Er war letzter. Nein, es geht nicht darum, süß. Es geht um den Dings. Das war richtig ohne Ball. Es war nur auf den Mann. Darum geht es. Nicht immer letzter Mann. Es geht um die Absicht dahinter. Und du warst nur auf den Mann. Das ist der Ball war schon längst weg. Darum geht es so. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Stark gemacht, das könnte was werden. Junge, hoch. Ja. Nein, oh mein Gott. Bekommen Sie noch die Chance zum Ausgleich. Nein. Könnte der Ausgleich sein. Aber alles weiter gefährlich. Diesmal habe ich den Torwart richtig erschossen. Diesmal ist es echt knapp, Alter. Tschüss. Luka Modric. Puff. Sie sind da. Da geht der Ball zum Gegner. Scheiße, das ist das Knall. Hey, nein. Oh mein Gott. Schönes Wort. Das war echt eng. Und jetzt hat er den Ball. Aber diesmal war es echt knapp, Alter. Junge. Letztes Mal war es deutlich, aber diesmal. Das war spannend, Alter. Alter, das war ein spannendes diesmal Halbfinale. Ey, Respekt, muss man sagen. Diesmal habe ich Respekt. GG, in die Chat. Ja. Wenn die Zuschauer nicht geboten gekriegt haben, dann weißt du schon. Ey.